Deswegen penne ich auf Ketchup. Oh mein Gott, da war etwas. Ich schwöre, da war etwas. Okay, also ich habe das Vieh hier gesehen. Oh mein Gott, ich kann wirklich weitergehen. Skrr. Wir werden jetzt auch etwas machen, das vielleicht ein bisschen gruselig ist. The True Ingredients. Da schaut SpongeBob schon ganz fröhlich aus der Krusty Krab. Oh mein Gott. Ja, also wir haben hier sozusagen die krosse Krabbe. Und da vorne ist sozusagen Thaddäus. Welcome to the Crunchy Cans Restaurant. Also wir haben hier eine riesengroße Auswahl. Wir können uns ein Human Patty holen oder ein Human Patty. Final Seat, I tell you, okay, das Spiel will, dass ich mich hier setze. Aber was, wenn ich hier sitzen will? Was, wenn ich neben ihm sitzen will? Oh mein Gott, Patrick. Ist alles okay? Ich glaube, der Bruder hat auch Hunger. Okay, wir könnten theoretisch noch was ordern. Aber ich will wissen, wie es dem Bruder geht. Okay, also der Typ ist eingeschlossen. Der Typ ist anscheinend aufgeschlagen. Was laber ich? Keine Ahnung. Ich finde das ein bisschen schade. Ich habe mich gerne von ihm anschreien lassen. Ich kann anscheinend hinten rumgehen und selber gucken, ob da noch ein paar Paddys sind. Ach, hier muss ich lang. Okay. Ich habe ein bisschen Angst, dass da SpongeBob... Oh mein Gott. Das gibt mir auch ein bisschen Hello Neighbor Vibes. Deswegen penne ich auf Ketchup. Oh mein Gott, da war etwas. Ich schwöre, da war etwas. Okay, also ich habe das Vieh hier gesehen. Oh mein Gott, ich kann wirklich weitergehen. Das hat sich gereimt. Ich habe das Vieh hier gesehen und deswegen werde ich weitergehen. Skrr. Scheiße. Oh mein Gott. Ja, auch Mr. Krabs habe ich ein bisschen anders in Erinnerung. Was zur Hölle, Alter? Ja, rip an die Headphone-Users, inklusive mir. Warum sehen die Patties so rötlich aus? Sind das bunte Burger oder was? Hier fühle ich mich safe. Oh mein Gott. Patty! Ja, ich glaube, der Bruder will einfach nur ein bisschen Headbang. Ist ja auch okay. Oh, der Fisch ist weg. Why though? Irgendwie ist der auch ein bisschen scary, oder? Sit down and enjoy your human patty. Oh, scheiße, Mann. Ich habe Angst. Ich schwöre, der kommt noch rein. Ah, 78,99 € ist ein guter Preis. Also in ungefähr 2 Jahren wird das in Deutschland genauso viel kosten. Inflation und Shit. Ey, ich habe keine 100 Dollar. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein! Nein! Ich habe kein Geld! Jetzt wurde ich bestimmt entführt. Oh, was geht da? Plankton. Plankton vor allen Dingen. Plankton, was geht? Oh, ja! Ja, oh mein Gott, ich kann mich wehren. Let's fuck... Nee, warte mal, das ist gar... Oh nee, das ist gar nicht eine Waffe. Oh, damit kann ich ihn befreien, glaube ich. So, sind wir jetzt Friends? Lass uns einen Weg finden, um rauszukommen. Ach, der folgt mir sogar. Oh mein Gott. Eigentlich wäre das cooler gewesen. Warte mal, wo ist der Green Guy? Oh mein Gott. Ey, hast du mich erschreckt. Oh, okay, okay. Die Tür war vorhin noch zu. So. Wie cool ist das denn? Ich will mich ja nicht beschweren, ne? Aber das sind Windows XP Sounds. Aber das hier ist offensichtlich Windows 95 oder Windows 98. Okay, ich glaube, ich muss auf diesen Link gehen. Ich habe keine andere Wahl. Okay, da war's. Oh mein Gott. Oh nein, was kommt jetzt? Ist er hinter mir? Oh Gott, das ist ja wie ein Nextport-Chase. Greg ist was? Woher sollt ihr Code wissen? Oh nein, 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 da wollte ich nicht. Da wollte ich nicht hin. Hab ich jetzt verloren? Oder ich hab verloren. Ich wurde zum Paddy, ja? Aber Hauptsache, Patrick hat etwas zum Essen. Ja, aber das war schon immer Menschenfleisch anscheinend. Thanks for playing. Warte mal, ist das wirklich vorbei? Nee. Nee, 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 nee. Nein, Digga, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Nein, das kann nicht sein. Es gab noch einen Keycode. Also ist der Code Love, aber ich muss doch Zahlen eingeben, oder? Okay, ja, Freunde, wir müssen das nochmal probieren. Wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Wir haben es geschafft. Shrek, rette uns. Rette uns, Shrek! Ach du Scheiße, was passiert denn jetzt? Jetzt haben wir uns mal gesehen. Guck mal, das sind wir. Das sind wir. Das ist der Spieler. Oder doch? Yo, what the fuck?
Digga, was war das für ein Game? Das Spiel war doch jetzt ein bisschen kürzer, als ich dachte. Deswegen werden wir jetzt Folgendes machen. Shrek hat mich an etwas erinnert, was ich ohnehin ausprobieren wollte. Ich werde euch jetzt erzählen, wie die Story weitergeht. Also wir haben uns ja mit Shrek angefreundet, aber wir haben ja gesehen, der ist auch ein bisschen komisch. Der ist auch ein bisschen problematisch, ein bisschen toxisch. Deswegen haben wir unsere Freundschaft zu Shrek beendet. Shrek ist gar nicht cool damit. Und deswegen denkt sich Shrek, yo, wenn ich nicht mit dir befreundet sein kann, dann bringe ich dich um. Und außerdem gibt es noch mehrere von denen. Komm, ihr denkt jetzt, ja, der ist ja relativ langsam, ne? Da kann uns ja nichts anhaben. Also, was soll er machen? Das Problem ist, er wird immer schneller. Boah, ich hab so Schiss, ne? Die könnten wirklich von unten kommen. Das ist ein Nextbox, Bruder. Oh Gott, da sind sie. Da sind sie. Aber die sind noch relativ langsam. Oh mein Gott, das ist eine ganze Armee. Gebt euch das mal. Ach du Kacke. Nichts mehr weg hier. Oder ich verstecke mich im Parkhaus. Ich kenne gar nicht das Parkhaus. Das ist also das Parkhaus. Boah, ich glaube, hier zu sein ist wahrscheinlich keine gute Idee. Weil hier gibt es auch kein Entrinnen, oder? Oh mein Gott, ist das die Polizeistation? Bin gescrewt. Oh mein Gott! Sie kommen. Ich muss weg. Schnell über das Parkhaus, wo ich ursprünglich hier. Oh mein. Ach du Kacke. Scheiße! Wie war das so schnell da? Ist das gruselig. Ich glaube, ich bin wieder im anderen Stadtteil. Wir werden jetzt Folgendes machen, und zwar wir fahren hoch. Mal gucken, wie lange die brauchen. So. Es ist ruhig. Warum kommt jetzt so ein Sound? Hey now, you're a rockstar. Woher? Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Doch, da sind sie. Da sind sie. Und sie werden wirklich immer schneller. Vielleicht durch die Kanalisation, aber muss man erstmal finden. Ich glaube, es gibt... Was? Oh Gott. Sie kommen! Ich muss schnell ins andere Stadtteil. Weil ich glaube, hier kann ich nirgendwo in die Kanalisation. Die Apokalypse ist nah. Okay. Sie sind genau hinter mir. Oh mein Gott. Das Auto wird mir auch nicht mehr helfen. Wo ist der scheiß Tunnel? Hier geht's nicht weiter. Das ist eine Sackgasse, Leute. Oh mein Gott, fahr. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Ich fahre nochmal zurück. Ich hab das Gefühl, ich bin hier schon wieder falsch. Beim selben... Ich kann nicht zurück. Scheiße. Warte. Ja! Es ist abgestürzt. Ich glaube, ich habe zu viele Shreks gespawnt. Was macht eigentlich der hier? Also wir probieren jetzt mal ein paar Nextbots aus, die ich noch nicht ausprobiert habe. Oh mein Gott. Hä? Er ist weg? Hä? Wo ist er hin? Was ist denn Monstrum? Versucht er mich zu stunnen? Okay, wir verpissen uns. Was habe ich mir denn für Nextbots runtergeladen? Hexapod Giant. Bruder, was bist denn du? Aber da scheint nicht wirklich ein... Wo geht der überhaupt hin? Ja gut, dann tschüss. Aber das sind halt normale Nextbots, ne? Wer bist denn du? You okay? Oh mein Gott! Was? Aber das ist auch spooky. Wenn das wirklich so richtige Figuren sind, die dich verfolgen. Wie dieser kranke Hurensohn. Oh. Wo kommt der denn auf einmal her? Hä? Boah, das ist so gruselig, ne? Weil das sich einfach... Oh Gott. Da sind sie. Hä? Die Katze war doch hinter ihm. Wo ist die Katze? Er kommt. Er kann das aufmachen. Er kann das aufmachen? Das habe ich ja noch nie gesehen. Es kommt ganz drauf an, wo er herkommt. Er kommt von da. Er ist so schnell geworden. Ich glaube, nicht jeder Nextbot kann schwimmen. Kommt er ins Wasser? Nee, er kann nicht ins Wasser. Oh, er kann ins Wasser. Hier ist eine Leiter. Ich glaube, wir haben Shrek aufgehalten, Leute. Shrek ist einfach ertrunken. Ja, Shrek. Das ist jetzt doof gelaufen. Ich würde sagen, das war's im Großen und Ganzen. Also wir haben uns mit Shrek angefreundet, weil uns ein Horror-SpongeBob gejagt hat. Dann wurde Shrek böse und jetzt haben wir den sozusagen besiegt. Das war ein sehr, sehr cooler Stream. Es hat richtig Bock gemacht. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und ciao. Und immer schön auf die Glocke drücken, Leute.